Und ja, breites Thema. Das sieht schön aus. Ja, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Okay. Nehmen wir Flickr, Bilder, nehmen wir Search, das ist jetzt von Yahoo. Und ja, Block Search dazu und so weiter und so fort. Man sieht, dass man eigentlich mit so einem breiten Begriff sicherlich nicht so weit kommt und sie das ein bisschen enger fassen müssen. Und man gibt sicher Statistik News und hier ist es auch noch wiederum das Engine gelegt worden, wo man Videos mit Statistik und auch hier wieder zum Beispiel Suche direkt in Twitter. Also ganz schön, da wird sehr, sehr viel zusammengestellt. Und wie sonst erste erstellen müsste. Insgesamt gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich hatte eben gerade Zoho gezeigt. Es gibt natürlich auch die Google Text und Tabellen. Und da kann man halt mittlerweile nicht nur Text und Tabellen erstellen, sondern auch Präsentationen erstellen. Die Tabellen sind sehr, sehr praktisch, um mit anderen Leuten Dinge zu planen. Es gibt Formulare, mit denen man ja, Daten sammeln kann. Und es gibt neuerdings auch Zeichnungen. Das ist die Möglichkeit, eine Zeichnung zu erstellen. Ich unglaublich aber immerhin, wenn man hier einfacher einfacher und einfacher Abbildung mal. Okay, jetzt fragt man sich natürlich, okay, wo kriege ich eigentlich einen guten Überblick darüber, was es eigentlich so gibt? Eine Website, die heißt TechCrunch, und da findet man einiges zum Thema ja, neue Anwendungen. Und wenn man einfach mal so drauf schaut, hier dann die eine oder andere interessante Nachricht, wobei man natürlich sagen muss, dass TechCrunch schon sehr stark auf das Funding von solchen Diensten, was auf die Ökonomie, die dahinter steckt, orientiert ist. Aber man findet immer mal wieder Sachen, wie zum Beispiel hier: Google Translate now teaches you how to speak like a robot in 34 languages. Neuer Dienst von Google Translate, der jetzt auch mittlerweile übersetzt. Gucken wir mal tatsächlich in den Dienst rein. Hello, all seminar participants. Hello, all seminar participants. Der größte Spaß ist natürlich die Rückübersetzung. Hallo, alle Seminarteilnehmer. Weil ich für eine deutsche Sprachausgabe gar nicht so schlecht. Okay, das habe ich jetzt gerade bei TechCrunch gefunden. Eine andere gute Adresse ist Mashable. Hier würde ich
Und jetzt meines Gaming Research natürlich gleich drauf schauen. Ansonsten hier findet man wieder eine interessante Nachricht. 4 Tips for Integrating Social Media into the Classroom. Da gehen wir jetzt gleich mal drauf. Sieht man übrigens gleich Möglichkeiten, die Sachen in Microblogs weiterzuschicken. So heißen wir hier 4 Tips for Integrating Social Media into the Classroom. Ja. Erstens die Filter unterlassen, aber vorsichtig. In den meisten Schulen sind diese ganzen Social Online-Dienste gebraucht. Und hier sieht man einiges an Ideen, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man mehr toolorientiert aussieht. Also, Mashable, ganz interessante Quelle. Ansonsten, ich habe hier nochmal so ein paar Ressourcen mir angeschaut, wo man nochmal ein bisschen weitere Inspiration gibt, was es alles so für Tools gibt. Education 2.0, der sammelt hier die Lehrwerkzeuge. Ein spannendes Projekt. Reflect Classroom Project und andere Dinge. Bisschen schrottige Zeit, aber absolut interessante Projekte, auf die hingewiesen wird. Also zum Beispiel das Reflect Classroom Project, sehr interessant. Und so weiter und so fort. Auch eine schöne Website zum Thema Einsatz von Webtools im Klassenraum. Und hier sieht man wirklich eine sehr, sehr schöne Darstellung mit verschiedenen Arten von Tools und dann auch immer gleich wieder Beispiele dafür. Können wir im Detail, wenn wir dann nur Teile davon uns anschauen. Aber vielleicht müssen wir mal über das große Rad mal einmal komplett besprechen. Viele, viele von den Dingen werden wir auf alle Fälle ansprechen in dem Seminar. Ja, hier auch wiederum ganz gute Übersicht. Aber es gibt wahnsinnig viele Übersichten eigentlich zum Thema Studieren mit Machnetz, um wir dann versuchen, hier ein bisschen systematisch darzustellen. Das ist ein Blog, der da inzwischen auch listet, aber hier ein bisschen. Letztes Mal 2009 abgedatet. Da passiert ja nicht mehr so viel. Und auch hier nochmal klassische Linkliste zum Thema, wo findet man wirklich sehr, sehr viele Links. Also, schön gemacht. Gute Links auch. Und hier ist nochmal eine neue Website zum Thema Web 2.0 und Education. Und da gibt es natürlich dann auch wieder diese Präsentation dazu. Gritzi ist eine ganz spannende Präsentationsdienst. Was man hier sieht, ist echt visuell funktioniert. Sehr schön. Das ist eine Präsentation, auf die in verschiedenster Weise reingezoomt wird. Wenn wir ein bisschen eine andere Präsentation machen wollen, schauen Sie sich das mal kurz hier an.